Sie könnte beim Vitamin-D-Status ganz gute Karten haben. Ich bin Ulrike, 31 Jahre alt und als Triathletin viel draußen unterwegs. Je nachdem, wie intensiv der Sport ist, kann natürlich auch der Stoffwechsel etwas verändert sein, sodass gerade bei Sportlern, die sehr leistungsbetont sind, ich durchaus auch anrate, den Vitamin-D-Spiegel zu messen, weil man auch weiß, dass für die sportliche Leistung ein guter Vitamin-D-Status wichtig ist für die Muskelfunktion. Ihr Wert Anfang Oktober 65, alles im grünen Bereich. Kann eine besonders vitamin-D-reiche Ernährung den Status ganz natürlich verbessern? Da muss eine Spezialistin ran, ganz klar. Also Lebensmittel, die nennenswerte Mengen an Vitamin D enthalten, sind überwiegend Lebensmittel tierischen Ursprungs. Der Grund hierfür liegt darin, dass Tiere eben auch über die Sonneneinstrahlung Vitamin D produzieren können.